Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ganz überraschenderweise ist die Barbara-Box bei mir eingetroffen. Mit der habe ich tatsächlich irgendwie nicht gerechnet. Die letzte Box war ja diese für mich sehr unpassende La Vie en Rose Box. Und irgendwie habe ich die Box gefühlt erst im letzten Monat ausgepackt, denn die Barbara-Box kommt ja nur alle 2 Monate. Und irgendwie stand jetzt auch schon dieses Exemplar bei mir zu Hause und ich habe irgendwie schlichtweg nicht mit ihr gerechnet. Aber ich muss sagen, auch wenn das jetzt so ein bisschen spiegelt, in diesem Monat finde ich die Box von der Optik her wieder sehr schön. Also das ist dieser, ja, dieser metallisch glänzende, bräunliche Cremeton. Die Box steht übrigens passenderweise auch unter dem Motto Creme de la Creme. Und ich finde, die Box ist wirklich, wirklich schön von der Optik. Also die gefällt mir richtig gut. Und ohne jetzt gemein zu sein, sie muss besser als die Rosenbox sein. Ihr wisst, ich mag Rose nicht. Die letzte Barbara-Box war eine sehr rosige Box. Von daher konnte ich nicht wirklich was mit ihr anfangen. Aber nichtsdestotrotz steht meine Entscheidung, dass ich die Box kündigen werde. Mein Abo geht noch bis ins Frühjahr 2023, also ein paar Boxen werdet ihr auf diesem Kanal noch sehen. Aber ja, es passt einfach nicht. Also ich habe jetzt ja auch noch die InStyle-Box, die ich tatsächlich aktuell ein bisschen spannender finde. Und die Barbara-Box war mir in den letzten Monaten tatsächlich auch ein bisschen zu schwankend, was die Qualität angeht. Von daher, ja, werde ich mein Abo von der Barbara-Box jetzt tatsächlich kündigen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich wirklich positiv erwähnen, dass mir diese Box sowohl vom Inhalt als auch vom Design her sehr gut gefällt. Und wenn ihr jetzt wissen möchtet, was sich in der aktuellen Creme de la Creme-Box der Barbara-Box versteckt, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video und bedanke mich recht herzlich für euer Einschalten. Die Barbara-Box kommt wie immer mit dem Barbara-Box oder beziehungsweise mit dem Barbara-Magazin und ich muss sagen, das gefällt mir von der Optik her in diesem Monat auch viel besser als die letzten Magazine. Ich meine, wenn ich ganz ehrlich bin, ich schmeiß die direkt weg. Also ich lese die tatsächlich nicht. Das ist einfach nicht meine Art von Magazin. Aber ich möchte trotzdem sagen, dass mir das Cover in diesem Monat besser gefällt, ja, als das der letzten Magazine. Aber ich werde meine Hand jetzt einfach mal blindlings in die Box geben und das erste Produkt rausziehen. Und hier hätten wir eine Cremedusche von Betty Barclay. Und zwar die Dream Away Cremedusche, also das Dream Away Duschgel, um es so zu sagen. Betty Barclay habe ich tatsächlich keine Berührungspunkte mit. Also sowohl als Teenager hatte ich keinen ihrer Düfte, jetzt habe ich keinen ihrer Düfte. Also mit Betty Barclay habe ich bis jetzt eigentlich nicht so viel zu tun gehabt, muss ich sagen. Das hier ist jetzt wie gesagt das Duschgel, welches wahrscheinlich nach dem Dream Away Parfüm riechen soll. Kenne ich tatsächlich beides nicht, aber ich muss sagen, mir gefällt das Design des Duschgels eigentlich ganz gut. Ist so ein kleines bisschen verträumt mit so kleinen rosé-goldenen Elementen, einem kleinen Wölkchen. Es ist in einem zarten blau-lila gehalten. Also das finde ich eigentlich schon ganz schick. Und vom Duft her erwarte ich jetzt eigentlich was Süßes, um ehrlich zu sein. Och doch, das ist angenehm. Es ist nicht unbedingt süß tatsächlich, sondern eher so ein bisschen floraler. Doch, das riecht gut. Also das ist jetzt kein Produkt, welches ich mir wahrscheinlich beim Rossmann oder so mitgenommen hätte und welches ich mir wahrscheinlich auch nicht nachkaufen werde. Aber es ist so ein kleines, schönes, nice-to-have-Produkt. Es hat eine gute Größe, dass man es eventuell auch auf Reisen mitnehmen kann. Vom Duft her finde ich es eigentlich ganz angenehm. Also doch, es ist eigentlich ein ganz schönes erstes Produkt. Was ich der Barbara-Box natürlich zugute halten muss, sie haben ein kleines Produktheftchen mit dabei, was ich immer sehr, sehr wichtig und sehr gut finde. Hier steht jetzt nicht wirklich mehr über die, über das Duschgel drin, außer dass eben die Haut schonend gereinigt werden soll und die Feuchtigkeit-Balance der Haut bewahrt werden soll. Ein verwöhnendes Duscherlebnis für ein seidenweiches Hautgefühl. Also das, was praktisch jedes gute Duschgel machen sollte.
Aber ich will mich gar nicht beschweren, das ist ein schönes erstes Produkt und damit werde ich auf jeden Fall unter die Dusche steigen. Wir machen einmal mit dem nächsten Produkt weiter und das ist ein etwas größeres Produkt von Pfeiler Germany. Das ist einmal hier extra eingepackt. Ich muss sagen, ich habe es natürlich schon gesehen, konnte es aber nicht zuordnen. Also die Marke konnte ich nicht zuordnen. Hier hinten steht einfach nur Love at First Touch, ihr It Piece von Pfeiler. Und es ist eben sehr, sehr weich. Ich hatte keine Ahnung, um was für ein Produkt es sich dabei handeln könnte. Aber es handelt sich tatsächlich um einen Waschlappen, würde ich sagen. Also ich habe mich damit tatsächlich noch nicht genauer beschäftigt. Ich glaube, es ist ein Waschlappen, der in einem sehr speziellen Design kommt. Also der Waschlappen, ich versuche euch den mal so gut es geht zu zeigen, hat dieses all over the place Design. Also wir haben hier ein bisschen Leo, wir haben hier ein bisschen Palmenblatt, wir haben hier ein bisschen Kringel, ein bisschen Color Blocking, also wir haben hier irgendwie alle Trends auf einem Waschlappen. Ich glaube zumindest, dass es ein Waschlappen ist. Der ist tatsächlich relativ groß. Ich weiß nicht, ob man das hier so gut erkennen kann. Aber ich habe dafür einfach keine Verwendung. Also das ist jetzt kein Waschlappen, wo ich sage, dass mir der vom Design her so gut gefällt, dass ich den verwenden werde. Also ich gehe mal davon aus, dass das ein Waschlappen ist. Hier kommt nämlich noch einmal so ein kleines Booklet. Das ist tatsächlich ganz interessant aufgebaut. Ja, es ist ein kleines und doch großes Juwel aus reiner Baumwollchenille, das es nur bei Pfeiler gibt. Aber was bist du? Ein Handtuch to go. Also es kann anscheinend sowohl als... Ach hier, ein Handtuch to go, ein It-Piece to go, wenn man sich das Gesicht abtupfen oder die Hände trocknen möchte. Ein Beauty-Liebling zum Abschminken. Es ist nachhaltig und es gibt es in ganz vielen verschiedenen Designs. Was ich tatsächlich ganz cool finde, dieses kleine Booklet. Also das ist wirklich richtig schön aufgebaut. Wir haben hier praktisch so verschiedene Kapitel und das finde ich eigentlich ganz nett. Aber ich brauche es halt nicht, ne? Also ich finde, ich habe jetzt auch nicht so einen schönen Waschlappen abbekommen, um ehrlich zu sein. Hätte ich ein anderes Design bekommen, hätte ich ihn vielleicht verwendet. Also wenn ich jetzt so ein schönes tropisches Design bekommen hätte, das wäre eine andere Sache gewesen. Aber das finde ich jetzt tatsächlich nicht ganz so schön. Als Handtuch finde ich es zu klein. Also wenn, hätte ich es definitiv als Waschlappen verwendet. Aber im Anbetracht der ganzen Gründe, die ich eben genannt habe, wird das hier weiter wandern. Also hier im Heftchen ist jetzt tatsächlich nur das eine Design abgebildet. Von daher weiß ich nicht, ob es alternativ noch ein anderes Design gegeben hätte. Ich vermute jetzt mal nicht. Was es aber gibt, ist ein 10% Rabattgutschein für www.pfeiler.de. Und zwar könnt ihr mit dem Code, alles groß geschrieben, BarbaraBox10Pfeiler 10% auf das gesamte Sortiment sparen. Kein Mindestbestellwert und einmalig einlösbar. Aber ansonsten, ja, steht hier auch nicht viel drin, außer dass das Design Stay Wild heißt. Stay Wild passt definitiv zu dem Design. Und dadurch, dass das jetzt hier so explizit steht, glaube ich auch, dass jeder denselben Waschlappen, dasselbe Handtuch drin hatte vom Design her. Ja, ist an sich eine schöne Sache, aber es ist absolut nicht mein Design. Von daher wird das Handtuch, Schrägstrich der Waschlappen, weiter wandern. Wir machen einmal weiter und zwar mit den Snacks der Box. Wir hätten hier von Landgarten Bio-Soja in Zartbitter-Schokolade. Das sieht einmal so aus. Das sieht eigentlich aus wie so kleine, gepuffte Erdnüsse, die eben mit Zartbitterschokolade umhüllt sind. Es wäre jetzt wahrscheinlich definitiv nicht meine erste Snackwahl. Also Schokolade ist schon an erster Stelle, aber dann doch bitte nicht Zartbitter. Also ich bin nicht so der Zartbitteresser, muss ich sagen. Soja wäre jetzt auch nicht meine erste Wahl, wenn es um Snacks geht. Aber das ist so ein kleines Tütchen. Hier sind 50 Gramm drin. Ich kann mir schon vorstellen, dass es ganz gut schmeckt, wenn man es erstmal probiert.
Genau, geröstete und gesalzene Sojabohnen umhüllt von Zartbitterschokolade. Doch, das stelle ich mir tatsächlich ganz lecker vor, würde es aber auch nur essen, weil ich es in der Box habe. Also das wäre definitiv kein Snack, den ich mir privat nachkaufen würde, zu welchem ich privat gegriffen hätte, kann mir aber nichtsdestotrotz vorstellen, dass es ganz gut schmecken könnte. Von daher, ja, der darf bei mir bleiben und wird definitiv verputzt. Im Heftchen steht jetzt nicht viel Wissenswertes, außer dass es eben eine knusprige Nascherei ohne schlechtes Gewissen ist, da man hier ja, schon nettere Zutaten als in anderen Snacks hat, um es mal so zu sagen. Aber ja, wie gesagt, ich werde es essen. Wahrscheinlich wird es ganz gut schmecken, aber nachkaufen würde ich dieses Produkt hier tatsächlich nicht. Als nächstes hätte ich hier einmal ein ganz schmales, langes Produkt und zwar aus dem Hause Love. Den Lip Maximizer Extreme Volumizing Gloss in der Farbe 110 Pink Heaven. Und den hatte ich schon mal in einer anderen Box drin. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, in welcher. War das in der Purish Mystery Box? Es könnte in der Purish Mystery Box gewesen sein. Aber diesen Gloss hier hatte ich auf jeden Fall schon zu Hause. Das ist einmal dieser, ja, pinkig-goldige, extrem stark glitzernde Gloss, der nicht bei mir bleiben wird. Also ich glaube, ihr wisst es mittlerweile, ich mag einfach keine Lipglosse. Ich mag es nicht, wenn meine Lippen glitzern und das hier ist ein glitzernder Gloss. Also könnt ihr eins und eins zusammenzählen. Der hier wird nicht bei mir bleiben. Ist für ein boxendekoratives Make-up-Produkt eigentlich eine ganz schöne Sache, da viele Mädels gerne Gloss tragen. Also würde ich mal behaupten, zumindest kenne ich viele, die sich über sowas freuen würden. Ja, ich gehöre leider nicht dazu, da ich einfach ja weder ein Gloss-Fan bin, noch ein Fan von Glitzer bin. Und hier steht jetzt Lip Maximizer, das heißt, hier wird wahrscheinlich auch wieder irgendwas Reizendes drin sein. Genau, with a cooling and tingling effect. Also hier wird wahrscheinlich Minze drin sein und meine Lippen sind einfach so ultrasensibel, dass ich mir das Zeug wahrscheinlich direkt von den, ja, ich wollte gerade sagen, von den Wimpern waschen würde, von den Lippen waschen würde. Von daher wird das hier auf jeden Fall weiter wandern. Alternativ hätte man übrigens noch zwei andere Glosse tatsächlich hier drin haben können. Zum einen einmal einen komplett goldenen Lip Maximizer, also praktisch habe ich den, ja, ich habe den Lip Maximizer in Pink und es hätte noch einen in komplett Gold gegeben und oder einen Lip Volumizer. Also man hätte insgesamt drei aufpolsternde oder eines von drei aufpolsternden Glossen haben können. Zwei Lip Maximizer und einen Lip Volumizer. Der Maximizer, genau, enthält kühlende und erfrischende Inhaltsstoffe wie Menthol, die die Durchblutung anregen und für maximal aufgepolsterte Lippen sorgen. Und der Volumizer, ja, hinterlässt wohl auch ein ultra frisches Gefühl und sorgt für pralle Lippen, maximale Feuchtigkeit und Geschmeidigkeit. Gut, ich hätte mit allen drei Glossen letzten Endes nichts anfangen können, da ich, wie schon zuhauf gesagt, kein Gloss-Typ bin. Finde es aber schön, dass es zumindest eine kleine Auswahl gegeben hätte. Und ja, das sind auch alles Farben, mit denen man eigentlich hätte was anfangen können. Von daher ist es ein ganz schönes Produkt, aber halt überhaupt nicht meins. Das nächste Produkt bzw. die nächste Marke ist eigentlich auch überhaupt nicht meins, denn wir hätten hier einmal wieder ein Produkt von Avant drin. Avant kann ich einfach nicht leiden, da die... Oh Gott, meine Tageslichtlampe hat gerade ein ganz komisches Geräusch gemacht und hat angefangen zu flackern. Ich hoffe, die gibt jetzt nicht den Geist auf. Avant ist für mich einfach so eine Marke, die sich unnötig teuer macht für das, was sie ist. Also ich bin jetzt aktuell auf dem Symbiosis London Trip, die leider Gottes im Prinzip genau dasselbe wie Avant sind, würde ich sagen. Aber um nochmal auf das Produkt zurückzukommen, das hier ist die Deluxe Hyaluronic Acid Vivifying Face and Eye Night Cream. Ja, also Nachtcreme bin ich eigentlich gerade mit der von Symbiosis London mehr als zufrieden. Die beinhaltet, wie gesagt, Shea Butter, Hyaluronsäure, Vitamin B5, Meereswasser und Süßmandel. Ich hatte eine Maske von denen.
die man alternativ auch als Creme zweckentfremden kann, die war sehr, sehr, sehr reichhaltig. Also die war wirklich schon fettig, sodass ich wirklich mit einem fettigen Gesicht im Bett lag. Ich guck mal, die wird wahrscheinlich verschweißt sein. Ja, das heißt, die werde ich jetzt auch nicht öffnen. Und das ist auch ein Produkt, mal davon abgesehen, dass ich mit Avant einfach nichts anfangen kann. Das ist auch ein Produkt, was ich aktuell in besserer Form, in für mich besserer Form zu Hause habe. Von daher ist das hier eigentlich klar wie Kloßbrühe, dass das hier weiter wandern wird. Ich kann einfach nicht mit Avant. Also ich weiß, es gibt viele, die sich darüber freuen. Ich tue es tatsächlich nicht, weil wenn ich mir die Produkte wirklich nachkaufen möchte, sind das solche irrsinnig unrationalen Preise, dass ich mir denke, ach, rutscht mir den Buckel runter. Also, nee, ich kann nicht mit Avant, das ist nicht meine Marke. Von daher wird die Creme hier weiter wandern. Wo wir wieder bei den irrationalen Preisen wären, diese kleine Creme hier mit 50 Milliliter kostet angeblich auch 112 Euro. Also da seht ihr, was ich meine. Ich meine, Symbiosis London ist leider ähnlich teuer tatsächlich, aber ja, also ich kenne jetzt auch keinen, der von den Avant-Produkten wirklich so begeistert ist, dass er sie nachkaufen würde. Also ich finde, die Marke plustert sich selbst einfach ein bisschen zu sehr auf. Bei dieser Nachtcreme handelt es sich, wie gesagt, um eine Anti-Aging-Feuchtigkeitspflege, die die Haut mit Hyaluronsäure nährt, das Erscheinungsbild vergrößerter Poren verbessert, einen ungleichmäßigen Hautton ausgleicht und feine Linien bzw. matte Hautpartien revitalisiert. Für die Anwendung im kompletten Gesicht, insbesondere der Augenpartie. Ja, das klingt alles gut und schön, aber um es nochmal kurz zu fassen, Avant ist nicht meine Marke. Ich habe eine Nachtcreme, mit der ich aktuell sehr zufrieden bin. Von daher wird diese hier weiter wandern. Drei Produkte hätten wir noch in der Box und wir machen einmal mit dem Produkt weiter, mit welchem ich wirklich eine Menge anfangen kann. Denn wir hätten hier einmal von Schwarzkopf aus der Glisscure Hair Repair Reihe die verführerisch lang 2-in-1 Haarmaske mit Biotinkomplex und Pfingstrosenessenz für langes und geschädigtes Haar. Ja, das war jetzt auch wieder eine ganze Menge an Wörtern für diese kleine süße Haarkur. Um es kurz zu fassen, Glisscure-Produkte mag ich sehr, sehr gerne. Also die benutze ich wirklich in unregelmäßigen Abständen, seitdem ich ja ein Teenager bin. Ich finde die einfach toll. Also die riechen meist gut, meine Haare fühlen sich danach immer sehr gut und sehr gepflegt an. Und mit einer Haarmaske kann ich auch tatsächlich was anfangen, da ich da nicht unbedingt das passende Shampoo bzw. den passenden Conditioner für brauche. Ich wollte gerade mal schauen. Ich weiß, ich gehe mal davon aus, dass in dieser Kur vielleicht Silikon drin ist. Keine Ahnung, kann sein. Aber was mich hier als erstes so ein bisschen irritiert hat, die Pfingstrosenessenz. Ihr wisst, ich mag keine Rosen. Pfingstrosen, finde ich, riechen teilweise sogar noch schlimmer als normale Rosen. Aber diese Maske riecht nicht nach Rose. Sie riecht einfach nur unheimlich gut. Also von den Glisscure-Produkten, die ich bisher verwendet habe, gehört diese Maske vom Duft her, ja, definitiv zu den Produkten, die am besten riechen. Das ist so ein toller, süßer, fruchtiger Duft. Also die ist ganz klasse. Ich weiß gar nicht, was ich großartig dazu sagen soll. Ich kannte die Langhaarschutzreihe noch nicht. Ich meine, bei meinen langen Zotteln, das macht Sinn, dass ich mir tatsächlich vielleicht auch mal eine Langhaarkur oder eine Langhaarpflegelinie zulege. Und wenn alle Produkte aus dieser Reihe so gut riechen, skippe ich vielleicht meine Isana kräftiges Langhaar-Shampoo-Geschichte mal für die Glisscure-Produkte, denn die Maske riecht ungelogen unheimlich gut. Schade, im Heftchen steht jetzt nämlich auch nicht drin, ob hier Silikone drin sind oder nicht. Ich hatte es ja vorhin oder im letzten Video schon gesagt, bei den feuchten Haarprodukten achte ich zumindest so ein bisschen drauf, dass da nicht Silikone mit ins Haar kommen. Ich habe da jetzt per se eigentlich nicht so das Problem damit, aber meine Haare sind halt gerade auf, ja, kein Silikon geeicht. Also von daher muss ich mal schauen, ob hier Silikon drin ist, aber wenn,
dann ist es mir, glaube ich, egal, da die Kur wirklich richtig, richtig gut riecht. Ja, die 2-in-1-Kur ist natürlich, wie der Name schon vermuten lässt, speziell auf die Bedürfnisse von langen Haaren abgestimmt. Das heißt, sie bietet Schutz vor trockenem Haargefühl und schenkt einem fühlbar geschmeidiges Haar. Die Rezeptur aus Biotinkomplex und wertvoller Pfingstrose repariert geschädigte Haarlängen und befreit das Haar von einem fettigen Ansatz. Aber ich schmiere mir die Haarmasken doch normalerweise nicht in den Ansatz. Also die Haarmasken verwende ich wirklich eigentlich nur für die Spitzen, also für die Längen tatsächlich, weil mir die für den Ansatz meist zu reichhaltig sind. Naja, ich muss mal schauen. Vielleicht kann man die auch in den Ansatz geben. Habe ich persönlich jetzt noch nicht gehört, aber macht, glaube ich, auch jeder anders und jeder, wie er möchte und jeder nach seinem Gusto. Aber um es nochmal kurz zu fassen, das ist wirklich ein richtig, richtig schönes Produkt. Wenn nicht sogar mein Highlight der Box, über welches ich mich sehr gefreut habe. Wir kommen zu einem dekorativen Lifestyle-Produkt. Und zwar hätten wir hier einmal eine kleine Schmuckschale drin. Wir hätten hier einmal so ein kleines, süßes Keramikschälchen mit goldenem Rand und in der Mitte steht In Love. Also eigentlich ist das eine wirklich süße kleine Schmuckschale, aber ich habe für sowas tatsächlich keine Verwendung. Fun Fact, es gab vor vielen, vielen Jahren in der My Little Box eine kleine mondförmige Schmuckschale. Und die Schmuckschale habe ich tatsächlich jahrelang verwendet. Also es ist nicht so, dass ich die dekorativen Haushaltsartikel nicht auch verwende. Ich habe diese Mondschmuckschale tatsächlich geliebt. Ich muss mal schauen, ob ich die tatsächlich noch wiederfinde, weil ich glaube, ich habe die irgendwann, genau, gegen den Niffler von Harry Potter ausgetauscht, beziehungsweise von Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Also aktuell habe ich so einen kleinen, ja, Niffler als Schmuckbaum, wenn man so möchte. Ich habe halt nicht wirklich Bedarf für solche kleinen Schalen. Also die passen bei mir hier nirgendwo hin. Das ist für meine Verhältnisse auch ein bisschen zu verspielt. Also ich würde hieraus tatsächlich keinen Nutzen ziehen. Aber ganz neutral betrachtet ist es schon eine kleine süße Schmuckschale und ich bin mir sicher, dass viele Mädels was damit anfangen können, da die doch verhältnismäßig schlicht gehalten ist. Von daher ist das eigentlich ein ganz schönes Produkt, aber es passt bei mir halt wirklich nirgendwo hin. Gut, über die Schmuckschale kann ich euch jetzt wirklich nichts sagen, außer dass man halt seinen Schmuck hier drin ablegen soll, sodass man eben nichts mehr verliert und alles griffbereit hat. 15 Euro kostet die Schale übrigens, was ich persönlich doch ein bisschen happig finde. Also sie ist zwar ganz niedlich, aber 15 Euro niedlich, weiß ich nicht so ganz, aber mir kann es egal sein, denn die hier wird weiter wandern. Wir kommen einmal zum letzten Produkt der Box und hierbei handelt es sich wieder um ein richtig, richtig schönes Produkt. Wir hätten nämlich einen Duft von Nihan und zwar das Elixir Absolu. Absolu? Ist es Absolu oder Absolu? Da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall haben wir hier von Nihan ein Eau de Parfum drin. Ich habe tatsächlich noch keinen ihrer Düfte ausprobiert. Also ich habe keine Ahnung, wie ihre Düfte riechen. Ich weiß, es gibt, glaube ich, 3 oder 4, wenn ich mich jetzt ganz weit aus dem Fenster lehnen darf. Ich weiß auch tatsächlich nicht, wer Nihan ist. Ich habe sie als erstes mit Nilam verwechselt, wo ich jetzt auch gerade nicht mehr auf den YouTube-Kanalnamen komme. Ich habe sie vor Jahren wirklich gesuchtet, als die deutschen Beauty-YouTuber da ihren kleinen Run hatten, war sie halt auch immer dabei, aber ich komme echt nicht mehr auf ihren Namen. Ich werde euch den mal einblenden. Ich habe die beiden als erstes verwechselt, aber ich glaube, Nihan ist auch eine deutsche Influencerin, würde ich sagen. Parfüm ist natürlich immer schön in der Box. Also darüber freue ich mich auch wirklich sehr, auch wenn ich mit den meisten Düften leider nicht ganz so viel anfangen kann. So auch wahrscheinlich mit dem. Denn dieser Duft beinhaltet Orange Flower und da bin ich schon immer so ein bisschen zurückhaltend, Karamell und Tonkabohne. Das heißt, das ist wahrscheinlich ein sehr süßer Duft und ich bin einfach kein Fan von solchen süßen Duftdüften. Also Tonkabohne finde ich großartig im Essen,
aber ich muss nicht unbedingt danach riechen. Und dieser Duft klingt so, als wäre es ein sehr, sehr süßer Duft. Dadurch, dass ich den schon einer Freundin versprochen habe, werde ich den jetzt auch nicht öffnen, um daran zu riechen. Denn ich weiß, ich werde den eh nicht behalten. Meine Freundin hat dann viel größeren Nutzen draus. Von daher, ja, möchte ich ihr das natürlich so schön eingepackt lassen. Aber so von der Optik her finde ich den Duft wirklich sehr schick, sehr schlicht, sehr ansprechend. Aber von den Duftnoten weiß ich schon, dass mir der hier wahrscheinlich nicht gefallen wird. Aber nichtsdestotrotz ist das ein wirklich richtig, richtig schönes Boxenprodukt. Fairerweise steht in dem Magazin jetzt auch gar nicht so viel über den Duft an sich drin und über die Duftkomponenten und wie er riechen soll etc. Außer, dass er eben durch seine elegante Weiblichkeit überzeugen soll, einen femininen Flakon haben soll und eben... ja, das hochwertige Design gepaart mit dem femininen Flakon zu einer unvergleichlich sinnlichen Versuchung machen soll. Oh Mann, also das ist jetzt eine Duftbeschreibung, wo ich sage, okay, bei dem Duft wäre ich tatsächlich schon raus. Ja, nee, also ich bleib dabei, von der Optik her ist er wirklich sehr schick. Von den Duftkomponenten her glaube ich, dass er mir zu süß sein sollte und dadurch, dass ich ihn verschenken möchte, ja, wird er demnach nicht bei mir bleiben. Ich werde ihn demnach auch nicht öffnen, aber um es nochmal zusammenzufassen, ein Duft in der Box ist immer gut. So ihr Lieben, wir wären einmal am Ende des Videos angekommen und ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, würde ich sagen, dass das mit die beste Barbara-Box war, die wir je hatten. Also ich fand die richtig, richtig gut. Ich kann natürlich nicht alles behalten oder verwenden, aber das ist ja bei mir, ihr wisst es ja, ich habe einfach sehr viel. Ich habe spezielle Vorstellungen, welche Produkte ich haben möchte und welche nicht. Aber wenn man das Ganze nüchtern und neutral betrachtet, war das eine wirklich, wirklich schöne und gelungene Box. Also man hatte wirklich schöne, hochwertige Produkte hier mit drin. Man hatte eine schöne Auswahl aus Lifestyle-Produkten, aus dekorativen Make-up-Produkten, aus Pflege. Man hatte einen Duft drin. Also die Box hat mir tatsächlich richtig, richtig gut gefallen. Ändert sie was an meiner Meinung, dass ich das Abo vielleicht doch nicht kündige? Nein. Also so schön ich die Box jetzt auch fand und so toll ich es fand, dass es endlich mal wieder eine richtig schöne Box war, es ändert nichts an meinem Entschluss, dass ich das Abo kündigen werde. Aber ich finde, man sollte auch wirklich mal wertschätzen, wenn man zufrieden mit der Box ist, wenn die Produktauswahl stimmt, wenn es schöne Produkte sind. Und ich fand, Crème de la Crème Box hat ihrem Namen alle Ehre gemacht. Es war eine sehr schöne Box und sie hat mir gut gefallen. Ja, und wir wären jetzt am Ende des Videos angekommen. An dieser Stelle bedanke ich mich natürlich wie immer recht herzlich für euer Einschalten. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns auch bei meinem nächsten Video wiedersehen würden. Bis dahin wünsche ich euch noch einen guten, guten Start in die kommende Woche. Bleibt gesund und macht's gut. Ciao!